Madeira, die Insel des ewigen Frühlings. Im Nordatlantik, etwa 670 Kilometer vor der Küste Marokkos, liegt dieses atemberaubende Paradies, das keinen Winter kennt. Anfang November haben wir eine Woche hier verbracht und wollen euch diese Eindrücke natürlich nicht vorenthalten. Ich habe da eine kleine Reihe draus gemacht, also viel Spaß mit Teil 4. Heute geht's auf den Pico Grande, 1654 Meter. Das ist einer der höchsten Berge auf Korsika. Der höchste ist leider gesperrt. Gab hier ein paar Unwetter, aber der sah auch sehr spaßig aus. Rückweg durch den Eukalyptuswald. Das, was Koalas fressen. Das Ganze ist auch ein kleiner Rundweg. Das sind insgesamt etwas über 13 Kilometer laut Komoot und knapp 1300 Höhenmeter. Man muss sich hart verlaufen, soll das gut reinpassen. Wir beginnen unsere Wanderung in dem kleinen Örtchen Cormeal. Und nachdem wir das erste Waldstück verlassen, empfängt uns Madeira mal wieder direkt mit seinen herrlichen Tälern. Jawohl. Je mehr wir aufsteigen, desto freier wird die Sicht. Die Steigung setzt sich immer weiter fort, bis wir schließlich auf dem ersten Grat landen. Hier wird es nochmal etwas steiler, aber es lohnt sich. Oh ja. Oh, ersten Grad haben wir geschafft. 600 Höhenmeter schon knapp, das ist ja die Hälfte. Da geht er hoch. Seine Arschbacke. Ja, aber das ist nicht ehrlich. Wie man hier gut erkennen kann, sind die Wege alle gut befestigt. Verschiedene Untergründe wechseln sich ab und es gibt überall schönste Natur zu entdecken. Je mehr wir uns allerdings dem Gipfel nähern, desto rauer wird auch der Untergrund. Jetzt wird der Weg langsam ein bisschen schroffer. Ist zwar so geröllig, aber gut festgetreten. Ist ja hier alles sehr bewachsen, wie man sieht. Alles nicht so wild. Die ersten 800 Höhenmeter kommt man auf jeden Fall ganz gut wegstampfen. Und hier geht's auch noch. Klar, wenn man unsicher ist, ist hier sowas auch nicht geil. Aber bisher alles sehr gut machbar. Ist schon echt schick. Und halt einfach mal wieder das Meer sehen vom Berg aus. Und da sind auch alles ist schroff und grün und schroff. Kurz vorm Gipfelblock führt der Weg durch steinige Serpentinen mit einer knackigen Steigung. Diese Bergwelt hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und der Gipfel steht jetzt kurz bevor. Fast da. Oh, wir sind jetzt am Gipfel. Ein kleines Stück hoch geht's noch. Da ist aber mit dem Stahlseil gesichert, so leichte Kraxelpassage finde ich erstmal geil. Und dann sind wir halt auf einer ausgesetzten Spitze und können dann hier in alle drei Täler. Und ich denke mal, wir können auch zu beiden Seiten das Meer sehen. Wird geil. Ist geil. Terminator sagt ja. Ja. Oh. Nach etwa 3 Stunden haben wir nun den Gipfel erreicht und nehmen uns eine lange Pause, um diesen Ausblick auf uns wirken zu lassen.
Der Gipfel des Pico Grande besteht aus einem großen Block Vulkangestein, dem sogenannten Tuff. Senor Tortoruga, was ist los? Ich nehme dich nie wieder irgendwo mit, ey. Tim, kann deine Drohne vielleicht so 100 Kilo tragen? Sehr gut, gute Kröte. Jetzt steigen wir wieder ab und machen unsere Runde noch voll. Also es sind, glaube ich, noch so 7 Kilometer, aber das geht hauptsächlich hier am Tal lang. Und irgendwo soll hier ja noch ein Eukalyptuswald sein. Da müssen wir auch noch durch. Das könnte vielleicht auch noch geil aussehen. Also hier sieht alles geil aus. Ja, machst du nix. Aber ich wüsste nicht, ob ich schon mal einen Eukalyptusbaum gesehen habe. Du? Nee, ich kenne nur Euka Nummer 1. Unser Rückweg führt uns nun weiter nach Norden in Richtung Pico do Joche. Manche Stellen sind nicht direkt als Weg erkennbar, aber davon muss man sich nicht ablenken lassen. Ja, ja. Wird schon. Ja, hier sind Stufen, das wird schon nicht Zufall sein. Ja, das sagen, es sind keine Stufen. Na gut, hier ist natürlich schon. Das ist so gut, ey. Das ist ja wie so ein Dschungelfahrt. Mal alles bewachsen. Wir folgen so einem kleinen Wasserlauf. Und jetzt wird es da unten echt steppig. Richtig gut. Hier die Felsen. Das ist schön. Das ist so schön. Der Weg führt uns eine Weile durch dichteres Gestrüpp und quasi durchgehend gibt es beeindruckende Blicke ins Tal. Krass, ein richtiger Geisterwald. Ja, alles voll. Da, das liebe ich ja. Knorrige alte Bäume, ist ungefähr mein Paradies hier. Guck dir den Dicken an. Richtig gut. Alles voll. Diese Geisterbäume sind Opfer der Großbrände im Jahr 2016, denen insgesamt 3000 Hektar Landfläche und 3 Menschen zum Opfer gefallen sind. Inzwischen hat sich die Natur zurückgekämpft und es zeugen nur noch diese strahlend weißen Mahnmale von den verheerenden Bränden. Die Ursache war übrigens, wie so oft, Brandstiftung. Geil, wie abwechslungsreich dieser Weg ist. Erst waren wir da quasi schon fast alpin unterwegs. Dem Hochgekletter. Dann gehst du da im Wasserfall runter quasi. Jetzt hast du hier das knorrige Baumparadies. Und wir haben gerade mal die Hälfte rum. Voll geil. Bis jetzt eins mit Sternchen. Jawohl, endlich. Die Wolke zieht genau über unseren Weg. Darauf habe ich gewartet. Ja. Wieder in der Wolke. Wie gut, guck mal, wie schemenhaft man die anderen nur noch sieht. Unser Rückweg führt uns jetzt auch zum Pico de Jorge oder Pico de Joche.
Ich weiß nicht genau. Sind wir jetzt auch schon fast oben. Hier ist immer noch Geisterkraut am Start. Der Aufstieg ist jetzt fast nochmal die gleichen Höhenmeter wie zum Pico Grande. Aber jetzt sollten wir es gleich geschafft haben. Danach geht es nur noch bergab. Die eine Seite siehst du gar nichts. Andere Seite komplett klar. Da unsere Wolkenwand. So, von hier an geht es aber auch nur noch bergab. Sollte also schneller gehen. Wir sind jetzt knapp 6 Stunden unterwegs. Ich denke mal so 2,5 noch, sind wir auch gut in der Zeit mit Drohne fliegen und so weiter. Sind wir hier am Eukalyptuswald angekommen. Jetzt kommst du hier den Berg runter und aus dem Nebel taucht einfach so ein riesen dichter Wald auf. Wir gehen mal rein. Wir gucken mal rein. Warte, komm, post mal mit dem Profi-Stock. Richtig dicht auch einfach. Im Inneren des Waldes kommt man sich wirklich vor wie im Dschungel. Jedoch ist Eukalyptus ein echtes Problem für die Vielfalt auf Madeira. Er wächst sehr schnell, wurzelt sehr tief und seine giftigen Blätter bieten keine Nahrung für die heimischen Tiere. Fallen die Blätter zu Boden, wird dieser quasi verseucht und Konkurrenzpflanzen sind so gut wie chancenlos. Er wird trotzdem teilweise großflächig angebaut, weil er schnell Ressourcen liefert. Gut 12% der weltweiten Forst- und Holzplantagen bestehen aus Eukalyptus. Das sind 0,5% der gesamten Waldfläche unseres Planeten. 40% dieser Plantagen werden offiziell als unproduktiv bewertet. Ja, das war's dann auch. Gehen jetzt noch zurück zum Auto. Haben jetzt so circa 15,2 Kilometer auf der Uhr, 1440 Höhenmeter und waren circa 8 Stunden unterwegs. Die Tour packe ich ja wieder in die Beschreibung. Kondition sollte da sein. Trittsicherheit ist auch nicht verkehrt, ist jetzt nicht geröllig oder so, aber sonst braucht man schon sehr viel Zeit, wenn man bei jedem Schritt überlegen muss. Wenn man auf die Spitze will, muss man ganz kurz klettern, aber das ist alles gut gesichert. An sich eine richtig geile Tour, abwechslungsreich. Eukalyptuswald, da ist er nochmal. Der Geisterwald, in der Wolke gestanden, die Wolkenschneise, alles da. Ändert sich quasi alle Stunde, ändert sich das Aussehen der Landschaft. Das ist schon sehr geil. Aber das war's dann. Bis zum nächsten Teil. Wenn es euch gefallen hat und ihr in Zukunft keine Wandertipps verpassen wollt, dann spendiert uns gerne ein Abo und einen Daumen. Über Tipps zu Wandertouren oder Gebieten freue ich mich natürlich immer und wenn ihr jetzt noch da seid, danke fürs Zuschauen.